Hi und herzlich willkommen hier zu unserem Startup Willi Adventskalender. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, heute sind wir schon wieder bereits bei dem achten Startup angelangt. Das heißt, haben jetzt dann ein Drittel der Startups abgehakt. Würde mich interessieren, wie ihr die Startups bis jetzt findet. Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und heute haben wir ein ganz spezielles Startup, beziehungsweise ein ganz spezielles Unternehmen. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Unternehmen, dieses Projekt mit reinnehme. Und zwar aus dem Grund, weil das kein klassisches Startup ist, wie ich es hier auf diesem Kanal definiere, sondern es ist mehr eine Privatperson, die Coaching anbietet. Prinzipiell finde ich das immer ein bisschen schwierig, mit dem Startup zueinander kombinieren, aber ich wollte euch einfach mal ein Zeichen setzen, wie viel dort auch dazu gehört. Und wollte euch aber auch zeigen, wie viele Geschäftsmodelle es gibt. Es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, hey, ich habe keine perfekte Idee oder ich finde keine Idee. Und mit diesem Beispiel möchte ich euch ein bisschen zeigen, aus wie vielen Problemen man auch ein Geschäftsmodell, ein Projekt, ein Unternehmen machen kann. Deshalb finde ich das sehr, sehr interessant für euch. Deshalb ist die Susanne Ertler heute mit dabei. Und schaut sich auf jeden Fall an, schreibt mir eure Meinung dazu. Und des Weiteren ist es auch ein Projekt, was wirklich sehr unterstützenswert ist. Heute geht es, wie gesagt, um die Susanne Ertle, ist ein Coach für Mütter. Sie hat selber so ein bisschen geschrieben, dass sie einen Burnout in der Schwangerschaft hatte und auch danach die Zeit einfach schwierig ist, sehr, sehr viel Stress, sehr viel Emotion und sehr, sehr viel Druck etc. Und ist dadurch ein sehr, sehr großes Tief gegangen, wie sie es beschrieben hat, und möchte das, was sie daraus gelernt haben, auch anderen Müttern weitergeben, damit man diese, was ja eigentlich doch die glücklichste Zeit ist, oder was man zumindest als glücklichste Zeit einer Mutter beschreibt, um das einfach noch schöner zu machen. Dafür hat sie ein Intensivcoaching gemacht, das vor allem online stattfindet, um halt diese Flexibilität der Mütter entgegenzuwirken. Oftmals ist es ja auch so, dass die irgendwie noch Teilzeit arbeiten oder ähnliches, einfach da, um da einfach möglichst flexibel zu sein. Und der Fokus liegt wirklich auch ein bisschen im Premium-Bereich, auch wirklich intensiv zu sein. Nicht bloß eine Stunde in der Woche, sondern zweimal eineinhalb Stunden Coaching, des Weiteren die ganze Zeit E-Mail-Support, Videomaterialien, ein Blog. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich sogar kostenlos anmelden kann. Das heißt, es wirklich versucht, da dieses, was es momentan halt gibt, diese ganzen Chancen der Online-Medien, die ganzen Chancen unserer Zeit mit diesem Coaching zusammenzubringen und damit den Müttern auch sehr, sehr viel helfen, was sich ja gerade bei einer frisch gewordenen Mama auch sehr, sehr anbietet, weil sie einfach sehr viel Stress hat. Wie verlief das Jahr 2017 für die Susanne Ertle? 2017 ist auch das Jahr, wo es gegründet ist, nämlich im August 2017. Und es war ein sehr, sehr turbulentes, ereignungsreiches Jahr, ist vielleicht das beste Stichwort. Denn sie musste sich erst so ein bisschen das Unternehmer-Mindset so ein bisschen anarbeiten, so ein bisschen, hey, was bedeutet eigentlich Vertrieb? Diese ganze Buchhaltungsthemen, Themen, mit denen man sich eigentlich sonst nicht so arg miteinander auseinandersetzt, musste sie sich erst erarbeiten. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass sie das gemacht hat, sich das angeeignet hat. Ist, glaube ich, ein großer Schritt mit vielen Punkten, wo man einfach für sich selber ein bisschen aufräumen muss. Finde ich daher auch sehr, sehr schön. Und wieso ist unter anderem auch ein Grund, wieso ich gesagt habe, ich möchte die Susanne auch auf jeden Fall mit hier in unserem Startup wie die Adventskalender mit dabei haben. 2017 hat sie sehr, sehr gutes Feedback von ihren Kunden bekommen, hat da sehr gut starten können und möchte auch 2018 das noch weitermachen, möchte da einfach viele Leute erreichen, viele Mütter erreichen, viele Leute helfen, möchte auch ihr eigenes Buch zu diesem Thema voranbringen und er hat eine sehr, sehr hohe Motivation für 2018 und das möchte ich auch, Susanne, dass du es auf jeden Fall beibehältst. Ich finde es eine wirklich sehr, sehr schöne Sache, ich finde es sehr, sehr unterstützenswert. Ich wünsche dir da natürlich alles, alles Beste, alles Gute. Und falls ihr die Susanne unterstützen wollt, dann lasst diesem Video einen Daumen hoch da, genauso wie unserem Facebook-Post. Denn wir sammeln diese Likes nach 48 Stunden und diese Anzahl der Likes ist dann dementsprechend das Ranking von allen Startups. Das heißt, falls ihr die Susanne unterstützen wollt, die Idee total spannend findet, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr hier ein Abo da lasst. Diesem Kanal. Es gibt hier extrem viele Startup-Videos, werden Startups getestet, Startups vorgestellt, Gründer werden interviewt, es wird verschiedenes Gründerwissen weitergegeben, auch Vlogs von meinem eigenen Startup. Das heißt, falls euch das Thema interessiert, gibt es hier, glaube ich, sehr, sehr viel Infomaterial, das ihr euch gerne mal anschauen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche, einen sehr, sehr schönen Abend noch und wir sehen uns morgen schon wieder im nächsten Startup-Video-Adventskalendertürchen. Bis dahin viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Haut rein. Ciao.